Moin Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute machen wir mal hier die Elektroinstallation. Der Olli, mein Bodenleger, ist auch wieder mit am Start. Der guckt sich das Ganze heute mal ein bisschen an und hilft mir ein bisschen. Und ja, natürlich wie immer, kleiner Disclaimer, ich bin kein gelernter Elektriker. Ich habe zwar das auch mal so 2 Semester im Studium mitmachen dürfen, Elektrotechnik, und das auch erfolgreich abgeschlossen, den Kurs. Und ja, aber nichtsdestotrotz, ich übernehme keine Haftung. Ihr macht das ja alles auf eigene Rechnung. Betrachtet dieses ganze Video einfach nur als Entertainment und nicht als, ihr könnt hier noch was lernen. Nichtsdestotrotz zeige ich euch natürlich, worauf ich so achte und wie ich mir das so angeeignet habe. Ja, ich habe mir irgendwann mal vor 10 Jahren dieses Buch hier gekauft, Elektroinstallation selbst ausführen, und habe da viel draus mitgenommen. Ich habe ja mal ursprünglich Werkzeugmechaniker gelernt und hatte viele Mechatroniker noch in der Ausbildung, die parallel liefen. Und da habe ich natürlich immer geguckt, was die so machen, und auch immer viele Fragen gestellt. Und auch generell, wenn bei uns zu Hause früher mal Elektriker da waren, immer alles gefragt. Ja, habe ja dann Techniker gemacht, Mechatronik. Also elektrotechnisches Grundverständnis liegt auf jeden Fall vor. Allerdings jetzt nicht, ich habe jetzt keine praktische Berufserfahrung in Sachen Installation. Ne? Also wir haben da so Motoren berechnet und ja, die ganzen Schaltungen und so, aber nicht hier ja, so normgerechtes Anschließen von Steckdosen. Ne? Dafür habe ich mir dieses Buch hier gekauft. Steht eigentlich ziemlich viel Wichtiges drin, worauf man halt so achten muss. Und am Ende guckt sich das ja sowieso nochmal ein Elektriker an und der nimmt das Ganze dann auch nochmal ab. Also von daher keine Sorge, aber wenn ihr was seht, was hier irgendwie falsch ist, freue ich mich natürlich wie immer über einen Kommentar. Ja, von der Elektroinstallation her sieht das jetzt so aus. Wir haben überall die ganzen Putzdeckel, also da sind ja normalerweise diese roten Kappen drauf, die haben wir jetzt überall entfernt. Wir haben alle Leitungen rausgefriemelt und selektiert, also hier ist das ja relativ eindeutig, einer von rechts, einer von links. Aber es gibt halt auch Fälle, wo das ein bisschen komplizierter ist. Ja, zum Beispiel hier kommen jetzt irgendwie 3 oder 4 Leitungen an, die haben wir dann so ein bisschen selektiert. Also das ist dann hier ist dann eine und hier sind dann nochmal 2 verschiedene. Die haben wir so ein bisschen aufgesplittet. Und ja, jetzt geht es darum herauszufinden, welche Leitung wohin führt. Ja, und um das möglichst effektiv zu machen, gibt es 2 Möglichkeiten. Entweder fange ich am Sicherungskasten an und prüft dann einfach immer auf Durchgang, das erkläre ich euch gleich nochmal, und gucke einfach, wo kommt die Zuleitung im Raum raus, oder ich mache es halt rückwärts. Ich gucke, ich schließe halt immer eine Lampe an, beziehungsweise überbrücke die Leitung der Lampe, gucke dann, wo kommt die Lampe an. Gut, das ist jetzt hier markiert, das weiß ich dann in dem Falle schon. Und ja, dann hangel ich mich dann quasi von Dose zu Dose, bis ich dann irgendwann den Raum fertig habe, und dann funktioniert in der Regel alles. Das teste ich dann natürlich. Ne? Ja, was brauchen wir für Werkzeug? Ich habe hier so ein ganz normales von Lidl, ist das glaube ich, oder von Aldi, ein Multimeter. Funktioniert aber sehr gut. Die wichtigste Funktion ist eigentlich Spannung messen, Wechselspannung. 230 Volt muss ich damit ja am Ende messen können. Und Durchgang, also das ist die Durchgangsfunktion, dieser Pfeil da unten. Damit kann ich halt gucken, ob elektrischer Kontakt besteht. Also wenn ich eine Leitung überprüfen will, das zeige ich euch nachher mal, dann seht ihr, dann geht hier der Wert auf einen sehr niedrigen Wert, weil der Widerstand quasi ganz gering ist. Und dann habe ich nochmal einen einzelnen Durchgangsprüfer, der kann quasi nichts anderes als Durchgang prüfen. Und immer wenn eine Leitung verbunden ist oder irgendwo Strom durchfließt, dann macht der ein Geräusch. Das ist dann ein bisschen einfacher durch das Geräusch, kann ich das dann einfacher hören und brauche da nicht immer auf die Zahlen achten und kann schnell mal alle möglichen Leitungen durchprobieren. Ja, dann habe ich hier von Yokari, muss ich sagen, bin ich sehr zufrieden mit, den habe ich jetzt schon sehr lange, so ein Entmanteler, so heißt das Ding, glaube ich. Ja, damit kann man die Mantelleitung abziehen, also dieses Graue, was ihr kennt, und dann kann man das sozusagen in diesen Zustand hier befördern, dass nur noch die einzelnen Drähte rausgucken. Dann habe ich noch von Yokari so einen Abisolierer. Das ist sehr praktisch, der macht das so in einem Schritt. Ja, natürlich den nicht korrekten Schraubendreher hier, den ich eigentlich gar nicht für diese Installation benutzen dürfte. Eigentlich müsste der so aussehen, aber den habe ich gerade irgendwie verbummelt. Dann, damit die Steckdosen alle gerade sind, habe ich hier so eine magnetische Wasserwaage, die genau dafür gedacht ist. Ja, vielleicht Spielerei, aber ich finde es sehr praktisch, weil es die Arbeit erleichtert. Und dann habe ich hier noch so etwas veraltete, was heißt veraltet, aber es gibt da mittlerweile schon neuere Modelle von diesen Vago-Klemmen. Früher hat man ja mit so Lüsterklemmen gearbeitet und das geschraubt, und heute macht man das ja nur noch, wird alles ja nur noch gesteckt. Die braucht man halt auch. 3er und 5er nehme ich da hauptsächlich.
jede Menge Lampen, da hinten noch mehr Lampen und dann das ganze Schaltermaterial, also die ganzen Rahmen, Steckdosen und Schalter, noch mehr Vago-Klemmen. Ja, und ich habe mich hier entschieden für Busch Jäger Reflex SI Alpinweiß. Ich finde, die sind zeitlos und benutze ich schon sehr lange und die kriegt man im Baumarkt auch immer und immer wieder nach. Kriegst du eigentlich in jedem Baumarkt. Auch kann man natürlich auch online bestellen, aber ich kaufe es immer bei Hornbach mit Preisgarantie. Das heißt, ich zahle da immer den niedrigsten Preis. Und die schließen wir jetzt mal an. So, während der Olli jetzt hier schon mal weiter die Lampen anbringt, kümmere ich mich jetzt um die restliche Installation, bereite das schon mal vor und jetzt zeige ich euch mal, wo hier die Probleme liegen. Ja? Man hat ja normalerweise in jedem Raum eine Zuleitung, also das heißt, von wo der Strom kommt, von der Unterverteilung. Und von dort aus geht es ja dann weiter zu den Steckdosen, zu der Lampe und so weiter. Und ja, jetzt habe ich hier eine Doppelsteckdose und hier kommt nur ein fünfadriges Kabel an oder Leitung. Ja? Und das ist schon das erste Problem, denn das wird ja nicht reichen. Ich brauche ja eins, was zur Lampe geht und eins, wo die Zuleitung herkommt. Also ist das schon mal nicht richtig. Und ich weiß jetzt natürlich nicht, wo das hingeht, weil der gesamte Raum hier, das ist jetzt hier das Thermostat von der Heizung, das ist erstmal egal, aber hier fehlt irgendwas. Keine Ahnung, es muss ja irgendwo, weil da oben kommen drei Adern raus, also das heißt, in irgendeiner Steckdose müssen hier noch drei Adern sein. Das heißt, wir haben hier irgendwo eine eintapezierte Dose. Ja? Und da müssen wir uns jetzt hinarbeiten. Also gucke ich mir jetzt den nächsten Hinweis an. Wir haben hier diese ganzen Dosen hier. Und dort kommen ja meistens zwei Leitungen raus. Also die hier wird dann sicherlich von der Dose da hinten kommen. Das können wir mal eben überprüfen. Und die hier wird ja dann zu einer anderen Dose hingehen. Und da müssen wir uns jetzt mal langhangeln. Wie machen wir das? So, jetzt machen wir das mal anhand dieser Steckdose als Beispiel. Wir haben ja hier nur eine Leitung, die rausguckt. Demnach ist das die letzte in der Reihe. Dann gucken wir mal im Raum, also in die Richtung ist jetzt sozusagen erstmal nichts. Oder die ist auch eintapeziert oder eingeputzt. Aber in die Richtung, dort ist noch eine Steckdose mit zwei Leitungen. Jetzt gucken wir einfach mal, ob die miteinander verbunden sind. Dazu isoliere ich mir jetzt einfach hier die Enden einmal ab. So, das mache ich da drüben auch. Am besten sofort alle. So, vom Prinzip her, von der Logik her, würde ich jetzt mal sagen, dass die hier rüber geht, also unter den Boden und dann dort hinten hin zu der nächsten Dose. Und die hier, die linke, die wird ja dann sehr wahrscheinlich zu der Dose gehen, wo wir gerade waren. Jetzt nehme ich mir einfach zwei beliebige Adern, ist jetzt völlig egal welche. Wichtig ist, ich merke mir die, beziehungsweise ich sehe das ja, und schließe die beiden, hier kannst du ja mal probieren, einfach mal beide Adern da reinstecken. Also erst eine, dann die andere am besten. Und auf der Rückseite, wenn du guckst, kannst du dann sehen, ob die Adern auch richtig durch sind. Gut, das ist jetzt ein bisschen staubig hier schon, kann man nicht so gut erkennen, aber doch, ich sehe es. Die sind bis zum Ende durch und dann ist die korrekt. Da gibt es dann nichts falsch zu machen. Wenn die am Ende rauskommen, die Kupferader, dann ist das in Ordnung. So, und jetzt gucke ich mir diese Adern, also braun und grün, gucke ich mir jetzt an. Und dort mal dran halten, an braun und grün. Okay, jetzt wissen wir, okay, das ist die Leitung. Also können wir das jetzt rückwärts alles mal hier anschließen und da jetzt schon die erste Steckdose dran anschließen. So, wir müssen ja gleich aber noch von der einen Dose, von der rechten zu der linken, rüberbrücken. Und ja, jetzt haben wir natürlich keine Leitung dafür und deswegen habe ich vorgesorgt. Ich mache mir dann immer so einen Eimer. Mit den überschüssigen Resten nehmen wir, also die schmeiße ich dann nicht weg, sondern die sammle ich. Und dann nehmen wir uns einfach hier dreimal die Farben, also einmal gelb, einmal braun und einmal blau. So, und jetzt ist in der Steckdose so ein Steg. Den kann man jetzt natürlich auf dem Video schlecht festhalten. Den muss man dann wegbrechen. Das ist jetzt hier in dem Falle schon passiert. So, dass beide Dosen miteinander verbunden sind. Also ich könnte jetzt hier mit dem Finger, hallo, ne, da komme ich dann durch. Und ja, je nachdem, wie viele Sachen da jetzt angeschlossen sind, aber keine Ahnung, irgendwie so diese Länge, die sollte schon immer vorhanden sein, dass man vernünftig arbeiten kann. Ich weiß nicht, ob das genormt ist, was der Elektriker da sagen würde. So, jetzt kannst du die da mal durchfädeln.
So, und jetzt kannst du mit dem Ding hier auch, ist oben Seitenschneider integriert. Hier oben. Da kannst du dann die überschüssigen abknipsen, aber immer nur einen. Ja, dann wieder abisolieren. So, und das Gute bei den Steckdosen ist ja, die haben nämlich immer zwei Anschlüsse für alles, ne? Also zweimal Phase, zweimal Neutralleiter, zweimal Erdung. Und dann kann ich ja die Steckdosen brücken, ne? Also in dem einen kommt dann, sag ich mal, der Strom an. An dem zweiten wird es dann sozusagen übertragen und dann kann ich das zur nächsten Steckdose überführen. Es ist nicht vorgeschrieben, wie ich das anschließe, aber ich würde das immer so machen. L ist ja die Phase und L steht für mich für links. L steht eigentlich für Live-Conductor oder so, glaube ich, irgendwie so. Und deswegen würde ich immer die Phase auf die linke Seite anschließen. Das macht es nachher einfacher, das zu überprüfen. Das werdet ihr dann sehen, was ich meine. Deswegen würde ich braun immer nach links machen. Ja, den gelben in die Mitte und dann blau nach rechts. So, wenn man sich jetzt mal vertan hat, dann sind da immer so Drücker, da kann man da drauf drücken und dann kann man gleichzeitig an dem Draht ziehen und dann kann man den Draht da wieder rausholen. Aber normalerweise macht man das ja nicht. So, und damit ist eigentlich die Steckdose sozusagen schon angeschlossen. Man kann da nicht wirklich viel falsch machen. Die Fehler, die kommen jetzt erst. Das zeigen wir gleich. Also wenn man zum Beispiel hier zu viel Draht abisoliert hat oder so, dass hier freie Kontakte oder wie heißt das hier, freie Leitung ist, das wäre nicht so schön. Oder wenn man zu viel oder zu wenig hier Draht hat, das ist auch nicht so gut. Oder wenn man am Ende zu viel hat und hier stopfen muss und dann irgendwo die Isolierung hier beschädigt wird, da muss man halt auch darauf achten, dass das nicht passiert. Und jetzt wird einfach die zweite Dose angeschlossen. Die ist ja erst einfach nur hier so gesteckt. Die ist ja am Anfang noch nicht festgeschraubt, sondern jetzt wird das Gleiche hier wiederholt, nur dass jetzt hier zwei sind. Einmal die Brücke zu der anderen Dose und einmal die Versorgungsleitung, sag ich mal. Ja, dann kann man natürlich immer so ein bisschen darauf achten, dass die ganzen Leitungen hier nicht verknotet sind oder verdreht, dass das alles schön ordentlich ist. Das sieht ja eigentlich ganz gut aus. So, und jetzt kommen eigentlich die Punkte, wo man jetzt Fehler machen kann. Und zwar hat man ja hier solche Krallen. Die Steckdose, die krallt sich ja hier mit diesen Greifern hier fest in der Dose. Und die, durch diese Schrauben werden die ja ausgefahren. Und wenn man jetzt das zu sehr da reinstopft und da ein Draht zwischen ist, dann kann der natürlich beschädigt werden. Dann steht am Ende das Gehäuse im schlimmsten Fall unter Strom. Das möchte man nicht. Oder man erzeugt einen Kurzschluss und dann brennt die Hütte am Ende ab. Das muss man auch nicht haben. Das kann man ganz einfach vermeiden, indem man da behutsam vorgeht und die Sachen ordentlichst einführt. So, ihr ignoriert bitte, dass ich diesen Schraubendreher hier verwende. Der ist nämlich hier vorne nicht isoliert, aber es ist ja sowieso kein Strom drauf. Ihr wisst aber Bescheid, dass ich weiß, dass das nicht der richtige ist. Ich habe den allerdings gerade nicht zur Hand. So, dann knicke ich mir die Leitung hier unten so ein bisschen vorsichtig, dass die da unten nicht im Weg sind. Sonst, wenn die hier unten zu wenig geknickt sind, also was heißt zu wenig, aber wenn der Bogen zu groß ist, dann stoßen die hier unten an, das möchte ich nicht. Und dann gucke ich, dass ich die hier ganz vorsichtig hier drin unterbringe und dass die am besten hinten so hoch gehen, dass ich rechts und links nirgendwo Kontakt habe zu den Krallen. So, das wäre die eine. So, jetzt habe ich hier diese schöne magnetische Wasserwaage. Die hat hinten so eine Kante. Dann kann ich mir die hier so schön oben anlegen. Und dann kann ich das hier so ein bisschen positionieren. Machen wir die hier auch noch eben rein. So, jetzt nicht zu viel mit Gewalt hier arbeiten, sondern ganz vorsichtig natürlich. Gucken, dass der nirgendwo die Kralle berührt wird oder dass da was eingeklemmt wird. So. Jetzt haben die Steckdosen, man kann das wahrscheinlich hier auf dem Film nicht so richtig erkennen, aber die haben hier so kleine Markierungen, sodass man die parallel anordnen kann, dass die auf einer Höhe am Ende sind. Deswegen mache ich jetzt erstmal eine so ganz leicht fest. Ich fange eigentlich immer mit der inneren an, damit ich das eher tendenziell die Dose nach außen drücke und nicht zu der anderen rüber. Und dann mache ich den anderen erstmal ganz behutsam, gucke, dass da oben die Wasserwaage gerade ist. So, dann nehme ich den anderen
So, das sollte hier auf einer Ebene sein, diese Linien hier. So, das sind die Markierungen, die ich meinte, die sollten halt übereinander, also aufeinander zeigen. Ja, es gab einen kleinen Rückschritt. Das Steckdosen-Suchkommando endete in einem kleinen Fiasko. Ich hatte eigentlich da unten eine Steckdose vermutet. Ja, war irgendwie dann doch nicht, wie ihr seht. Ja, hier oben leicht verfehlt. Ja, das ist halt das Problem, ne? Die Leitung geht halt hier hoch und dann geht die halt irgendwann rüber und das findet der dann halt nicht. Ja, dementsprechend heißt es jetzt, hier können wir schon wieder ein neues Video ausmachen, wie wir das wieder hinkriegen, so dass man das hinterher nicht mehr sieht. Wie ihr seht, ich habe ja wieder mit meinem Lieblingslaser gearbeitet, um zu gucken, wo das Kabel da oben rauskommt. Ja, das wird wieder ein bisschen Arbeit. So, darunter hat sich jetzt noch eine zweite Steckdose versteckt. Ja, wie ihr seht, hier läuft auch nicht immer alles glatt. Das war jetzt natürlich nicht so geplant, aber ihr seht, auch mit sowas muss man natürlich umgehen können. Das Gerät, was ich habe zum Testen, das war, glaube ich, ein bisschen überfordert, weil die Leitung dann doch relativ tief in dem Mauerwerk drin war und keine Ahnung, wieso die da Strom gesehen hat, wo kein Strom war. Gucken wir nochmal. Ja gut, jetzt funktioniert es natürlich wieder. Aber so richtig zuverlässig dann doch irgendwie nicht. Ich habe gemerkt, das Ding hat Probleme, wenn da mehrere Leitungen sind irgendwie. Hier hat es wieder. Aber ich hatte ja vorhin auch was erkannt, aber da war ja nichts. Ja, keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall, Steckdose ist gefunden. Ich würde sagen, wir machen da mehrere Teile draus. Also wir machen einen Teil, wie wir die Schalter bzw. die Wechselschaltung noch einbauen. Wir machen noch ein Video hier raus, wie wir das jetzt hier wieder flicken. Daher würde ich sagen, erstmal viel Spaß, danke fürs Zuschauen, danke für die Aufmerksamkeit. Und ja, wir sehen uns dann im nächsten Video. Kommentar gerne unten hinterlassen, Daumen nach oben, wenn ihr unterstützen wollt. Und falls ihr es noch nicht getan habt, Kanal abonnieren für mehr Videos von dieser Sorte. Und bis zum nächsten Mal.